Hey Leute, Jacko hier mit einer weiteren Folge von Time Spinner. Wir haben das letzte Mal sehr viel erledigt, ein paar Sidequests gemacht. Wir müssten immer noch ein paar Sidequests machen, aber ich weiß nicht, wie ich die gerade erledigen soll. Deswegen gehen wir nach Osten, da wo die Laser nicht mehr sind. Und da, wo irgendwas vom Himmel gekracht ist oder zusammengestürzt ist. Interessant. Es ergeben sich neue Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass wir hier hinten... den Sicherheitsschlüssel A finden werden. Deswegen möchte ich mich hier natürlich auch umsehen. Hier könnte ich auch rein. Okay. Aber ich muss doch bestimmt an den Dingern hochspringen. Oh! Uah. Nice! Und hier ist eine Erinnerung. Verreck, 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 verreck. Tot. Nice. Und hier drin ist... maximaler Sand und eine Lösung. Wir können nicht so weitermachen. Einen Zeitboten nach dem anderen losschicken, sage ich. Die Ältesten sitzen um mich herum. Ich gehöre nun zu ihrem Kreis. Clanmutter Undar nickt. Die Laquimi haben in den letzten Jahren ihre Patrouillen verstärkt. Du hast recht, Selen. Wir können nicht ewig so weitermachen. Sie werden den Zeitspinner finden. Eine ihrer Frauen, Thea, verschränkt die Arme. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir brauchen einen neuen Plan, sage ich. Ich kann es nicht riskieren, jetzt den Zeitspinner zu verwenden. Wegen Lunaris. Es sind nur noch wenige Boten übrig und wir können sie nicht schnell genug ausbilden. Wir brauchen eine neue Art von Zeitbote. Was schwebt dir vor? Fragt Undar. Laut unseren Traditionen ist der Zeitbote immer nur so weit zurückgereist, wie es nötig war, um den Clan zu retten. So wird die Geschichte so wenig wie möglich verändert. Wir wissen nicht, ob der Zeitfluss mehr als nur eine kleine Veränderung auf einmal verträgt, wirft Fia ein. Ich nicke. Aber wir müssen es riskieren. Ich schlage vor, wir bilden einen Zeitboten aus, der weiter zurückreist. In die Vergangenheit, um zu verhindern, dass die Laquimi je vom Zeitspinner erfahren. Falls möglich. Er muss es schaffen, dass sie überhaupt erst zu einem Problem werden. Er muss es schaffen, dass sie überhaupt erst zu einem Problem werden. Okay. Das ist eine gewaltige Veränderung, merkt Thea an. Das würde unsere Geschichte vollkommen verändern. Wir wüssten nicht mal, ob wir überhaupt noch existieren. Aber es muss sein, entgegne ich. Es zählt nur der Zeitspinner. Und wer soll dieser neue Zeitbote werden? Fragt Undar. Aber das Leuchten in meinen Augen verrät dir meine Antwort schon. Ja. Wir wissen auch, wer dieser neue Zeitbote ist. Es sind natürlich wir. Die einzige Vindarianerin, die zusammen mit... Ach, guck mal, die haben sich verbessert. Die zusammen mit einem Laquimi gezeugt wurde. Kannst du mal aufhören, alles zu tanken? Der lebt immer noch. Meine Güte. Okay, die haben einiges verbessert von ihren Fähigkeiten. Ha! Okay, ich krieg's aber trotzdem tot. Und BIM! Erwischt. Ich meine, er kann nicht alles tanken. Das ist mal ein großer Dude mit einem Hammer. Imperium Riesen. Hat sich also nicht viel verändert seit damals. Also, dass sie alle ein bisschen tankiger sind. Wesentlich tankiger, um genau zu sein. Die stehen sogar noch alle an denselben Posten. Das ist ja spannend. Au. Au. Ah. Was ist denn mit dir? Guck doch mal. Oh, ein Kampfhelm. Der gibt uns viel Defense und weniger Angriff. Ja. Ist vielleicht sinnvoll. Ich krieg gerade sehr viel Schaden. Oh, Schockwellen. Habe ich nicht drauf geachtet. Level up, nice. Eine Gasmaske. Mit der Maske kannst du in Gebieten mit verschmutzter Luft oder wenig Sauerstoff gefahrlos atmen. Okay, das ist gut. Ich habe zwar noch keins von diesen Gebieten gefunden. Aber hey, ich meine, klar. Oh mein Gott. Wir sterben. Eine Armeerüstung. Auch die erhöht unsere Verteidigung um 6. Wow. Das ist eine Menge. Oh, ein Heilpunkt. Ein Speicherpunkt. Ein Heilpunkt, Bro. Au. Okay, wir müssen also nach rechts weiter. Das wissen wir jetzt. Das heißt, wir können mal ganz kurz nochmal nach links gehen.
und da mal kurz vorbeigucken, um zu sehen, was denn da unten sich befindet, vor allem, weil wir jetzt die Gasmaske schon haben. Das heißt, da kann ja eigentlich nur noch was Gutes sein, was wir wahrscheinlich auch mitnehmen können. Wir haben noch mal 100 Essenz gefunden. Irgendwann werde ich die auch ausgeben können. Für die uralte Münze vermutlich dann. Oh mein Gott! Tut mir leid, dass ich das jetzt pausieren musste, Leute, aber ich muss hier hinter die kommen. Sonst bin ich tot. Ui, tot. Der Spell ist echt gut. Maximale Aura, okay. Gut, und dann jetzt wieder nach da rechts. So, wir gehen jetzt nach Osten weiter. Hier sind wieder 1000 Soldaten mit Schilden, die unglaublich viel tanken und mir unglaublich oft in die Nase schießen mit ihren Laserschildparaden. Oh, oh. Das hätte ich allerdings unterbrechen können. Ein Chaoshorn. Kann ich auch aufziehen. Das gibt mir noch mehr Defense, aber weniger Glück. Naja. Machst du nix. Wir brauchen Verteidigung, sonst sterben wir hier nach und nach. Ich hätte gerne noch so ein Ding tatsächlich. Ich bin reingelaufen. Das ist natürlich sehr geschickt. Warten. Und jetzt drüber. Zoom. Wir hatten Level Up. Unser Drachentier hatte Level Up. Diese Statue da hinten sehen übrigens unglaublich evil aus. Ha. Ich glaube nicht, dass ich da reinfallen will. Okay, hier ist Security Door B. Habe ich ja schon. Kann ich ja mal reingehen. Plasma-Infusionsbeutel. Warte mal. Ist das eventuell... Ja! Das ist das, was wir gebraucht haben für die Quest. Das ist neuartige Medizin. Oh Gott. Oh Jesus. Ah. Das wollte ich verhindern. Komm hier nicht ran. Oh Gott. Oh Gott. Stop. Hammer time. Du, 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 du. Komm ich hier so hoch? Nee. Brauche ich also erstmal ein bisschen Sand wieder. Ich komme da auf jeden Fall hoch. Ich muss mich nur ordentlich anstellen. Und ich brauche mehr Sand, also mehr Zeit, um da mit meinen geschickten athletischen Künsten nach oben zu kommen. Lass mal auf die Plattform wieder warten. So, jetzt kommt sie zu mir. Das ist, glaube ich... Ah, doch, 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 doch. Aber was ist hier oben? Der ist jetzt einfach in den Tod gesprungen, das kann er ja. Aha, hier oben geht's weiter, ich wusste's. Ich hab's gewusst, hier ist irgendwas. Und es ist... eine Pistolenkugel, die wie eine normale Handfeuerwaffe des Imperiums funktioniert. Das ist ja fast schon ein wenig öde. Nein, ich werde es trotzdem mal ausprobieren. Naja, wir können ja mal gucken. 25 Schaden, die macht halt guten Schaden, ne? Die macht nicht so guten Schaden, aber die ist halt schnell. Das ist, ehrlich gesagt, pass auf, wir machen das so. Wir gehen hier wieder auf unsere Klingenkugel. Wir machen uns hier ein zweites Setup mit den Pistolenkugeln und dem Eisring. Wo ist es? Eiszapfenring. Und wir nehmen dazu noch mit rein den Plasma-Geysir. Moment. Ich hab nur... Moment. So, jetzt passt's. Weil jetzt haben wir hier nämlich auf Slot 2 den ganzen schnellen Kram. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, hier tatsächlich noch die Plasma-Kugel mit reinzunehmen. Das ist ein bisschen schneller, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir dann eine Auswahl an Elementen, die gut Schaden macht. Hier ist immer noch unsere schnelle Nahkampffolge und hier ist das einfach, dass meine Kringel rumfliegen, damit ich checken kann, ob es irgendwo Secrets gibt. Ich glaube, damit bin ich zufrieden. Das heißt, wenn ich mal in den Fernkampf muss, dann mache ich bababab und gewinne. Oder halt nicht. Hier ist ein Tor. Das heißt, wir können die Quest mal fix abgeben gehen. In der Hoffnung, damit irgendwas zu erreichen. Vielleicht kriegen wir ja was Tolles. Vielleicht kriegen wir ja die Quest sogar irgendwann durch. Alle. Zweifel ich zwar stark, aber es könnte sein. Ich würde schon gerne alle Quests abschließen. Ich hätte eine neue Quest da hinten auch. Hey Rameda, ich habe dies gefunden. Die Laquimi haben es zur Behandlung genutzt. Meinst du, es wird Ashim helfen? Ich wusste nicht, dass es hier so fortschrittliche Heilmittel gab. Ja, das könnte helfen. Danke. Oh, das tut so gut. Ich glaube, ich
ruh meine Augen etwas aus. Tod. Tja. Wusstest du, dass sie ihn hier dem Tod überlassen haben? Weil er ersetzbar war? Weil er kein magisches Talent hatte? Daheim hat Volterilis alles verändert. Er vereinte die Bewohner eines Planeten, indem er alle gegeneinander aufhetzte. Angst schürte und jene, die anderer Meinung waren, verbannte. Er schickte sie zum Sterben. Hierher, zum Leiden. Daran kann ich mich nicht beteiligen. Was soll das heißen? Dieser Krieg, ich kann da nicht mitmachen. Das verbietet mir mein Gewissen. Ich kann nicht tatenlos einen Anführer akzeptieren, der zulässt, dass so etwas passiert. Und die Laquimi? Die wegen Widerstand gegen einen Despoten verbannt wurden? Weil sie rebellierten, nachdem er ihre Anführerin getötet und sie dem Tod überlassen hat? Wer kann es ihnen verübeln? Ich weiß, sie haben sich die Unterstützung von Dämonen geholt. Sie sind keineswegs schuldlos. Sie waren verzweifelt. Wir sitzen jetzt hier fest. Und Aelana will Frieden. Wir können diesen Krieg nicht weiterführen. Es muss einen Weg in eine friedliche Zukunft geben. Ich werde das mit Haristel besprechen. So kann es nicht weitergehen. Ich bin froh, dass das Ende des Krieges in Sicht ist. Ja, ich zweifle da noch dran. Bin ich ganz ehrlich. Weil wir wissen ja, dass wir einen Kult hochzüchten durch irgendwas. Und nur weil die nächsten 50 bis 150 Jahre vielleicht friedlich sind, heißt das ja nicht, dass unsere Zukunft dann so rosig ist. Fühlst du dich etwas besser? Ja, mehr oder weniger. Eher weniger. Kann ich dir irgendwie helfen? Bleibst du hier und redest ein bisschen mit mir? Ich bin nicht besonders gut im Reden. Du warst allen im Lager so eine große Hilfe. Rameda und Nelist und Sekis. Sekis war wirklich gut zu mir, hat mir Gesellschaft geleistet und so. Die Leute hier sind nett. Ja. Okay, ja, ich glaube, ich mag Sekis sehr. Hast du es ihm gesagt? Ich dachte, Sekis ist eine Dudette. Ich verstehe das alles nicht. Was sind Geschlechter? Nein, ich mache mir Sorgen. Warum? Zu Hause hätte er mich nicht mal angesehen, so war es vorgeschrieben. Er kommt aus einer höheren Schicht als ich. Er hat magische Talente. Im Gegensatz zu mir. Das ist doch Unfug. Man wird mit magischen Talenten geboren, wird dann sofort in eine Akademie gesteckt. Und der Rest von uns macht einen Fehler und wird verhaftet, verbannt oder getötet. Ich glaube, Sekis mag dich. Wie meinst du? Er hat es dir gesagt. Selbst wenn er das tut, würde er es nie sagen. Das zweifle ich auch an. Ich muss mich ausruhen. Ich lasse dich da mal allein. Warte. Ich will ihm etwas geben. Vielleicht hilft das. Könntest du mir Silbererz bringen aus den Höhlen vielleicht? Ja, na sicher. Zufällig? Es gibt kein schöneres Geschenk für jemanden als ein Brocken Silbererz. Das hier habe ich gefunden. Esche? Oh, Lunais, das ist perfekt, danke. Ich hoffe... Also, danke. Nice, wir treiben alles voran, alles funktioniert. So, Sekis, du bist also ein Dude. Du bist Ramadan. Guck mal, das ist doch ein Model von einem weiblichen Charakter. Die hat doch Brüste. Alles in Ordnung? Ach ja, ich bin nur in Gedanken verloren. Denkst du an einen gewissen niedlichen Portalwächter? Was? Ach ja, aber... Ach, es macht mich so wütend, dass er zu dieser furchtbaren Krankheit verdammt wurde. Ich werde hier trotzdem weiterhin mit den Stimmen sprechen, die ich ihm gegeben habe, weil sonst komme ich komplett durcheinander. Ich wechsle eh schon immer durch die Stimmen. Du, also wir haben sie doch alle. Bei ihm ist sie nur schlimmer. Er hatte einfach Pech. Aber wenn man ihn nicht gezwungen hätte, herzukommen, hätte sie ihn gar nicht erst erwischt. Wir sind in die Falle gegangen. Ihm wurde aber befohlen zu bleiben. Niemand sollte solche Macht haben, zu entscheiden, dass manche Leute aufgrund ihrer Fähigkeiten weniger Rechte haben, dass manche Leute mit der Krankheit leben müssen. Entschuldige, ich bin heute wohl etwas schlecht drauf. Brauchst du eine Aufgabe? Wenn dir das hilft? Na sicher, lass mich überlegen. Ich habe gesehen, wie die Laquimi auf Shivurs in den Kampf geritten sind. Sie haben die Vögel so gezüchtet, dass sie richtig groß werden. Die wären viel besser für unsere Rationen als die kleinen Kerle, die hier rumlaufen. Außerdem würde es Haristel freuen, zwei Chauffeurs mit einer Klappe sozusagen. Wir verbessern unsere Rationen und schwächen gleichzeitig die Armee der Laquimi. Meinst du, dass das Fleisch schmeckt? Ach, wer weiß, aber Haristel sitzt mir im Nacken. Ich würde sie gerne besänftigen. In Ordnung, eine Ladung Fleisch von monströsen Kriegsvögeln. Lass mich raten, wir brauchen drei und ich habe zwei.
Ah ne, ich bin, Brust geht immer. Was ist denn mit euch Thirsty Men? Immer wieder diese Sex-Anspielungen, das ist ja der Wahnsinn. So, muss ich jetzt hier hoch? Ja, da ist er. Ich habe dein Vogelfleisch. Ich kann nicht glauben, dass wir das so lange mitgemacht haben. Findest du, dass ich dich zu lange habe warten lassen? Was? Ach, danke, Lunais. Nein, ich meine unser ganzes System. Er hat uns Vorteile eingebracht. Wir wussten nicht, wie es für die andere Seite war. Und selbst als wir davon hörten, nun ja, die Wahrheit war schwer zu glauben. Hat er denn nicht rote Haare? Bin ich blöd? Ich bin verwirrt. Aber so ist es nun mal. Ja, kein Wunder, dass die Laquimi rebelliert haben. Kein Wunder, dass sie so wütend sind. Das System daheim, da wird man als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und das soll mir egal sein? Ich soll auf dich herabsehen? Niemals. Wie könnte ich dich nicht wundervoll finden? Oh. Hey, erzähl es, was zu dir gesagt über irgendwas? Leute, ihr könnt euch jetzt mal da drüben paaren. Ich komme jetzt wieder. Ihr hattet 2 Sekunden Zeit. Ich hoffe, ihr seid fertig. Der hat auch eine Quest wieder. Ach, ist das schön. Hallihallo, du siehst gut aus. Flirtest du mit mir? Du bist nicht ganz mein Typ, Lunais. Ja, du bist eine Frau. Ich würde bei dir und Sekis sowieso nicht dazwischen punkten. Ich wollte damit sagen, dass du gesund wirkst. Noch ein bisschen geschwächt, aber ich kann schon ein bisschen laufen. Größtenteils dank dir. Da solltest du immer eher Rameda danken. Ich wollte fragen, ob du noch eine letzte Sache für mich tun könntest. Sicher doch. Ich wünsche mir ein richtiges Date mit Sekis. Statt diesem Geflirte an der Bettkante. Ein echtes Date. Gute Idee. Das Problem ist, ich würde gerne aus dem Lager raus, kann mich aber noch nicht wirklich selbst verteidigen. Da aus dem Wald gibt es einen Wasserfall, der ist so schön entspannt. Wenn du mir helfen könntest, da hinzugehen? Na klar. Danke, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Los, gehen wir. Ich folge dir. Okay. Ist der hier rechts? Ich weiß es nicht. Burgfried? Ich schätze die... Okay, ich suiciden nicht einfach in ihn rein und wollen ihn umbringen, sondern ich muss einfach nur mit ihm da ankommen. Bleib doch mal stehen! Dieses Ding. Nicht die richtigen Angriffe dafür. Ausweichen! Der weicht aber auch nicht aus. Na gut, er ist geschwächt. Er ist alt und senil. Und rattig. Sind wir das nicht alle? Alt, senil und rattig. 3 Zustände, in denen wir uns alle permanent befinden. Hier wären wir. Sekis sollte bald kommen. Ich muss erstmal verschnaufen. Du wirkst nervös. Oh je, sieht man mir das an. Keine Sorge, es ist süß. Das hoffe ich. Eschen? Oh, hallo Lunais. Keine Sorge, bin schon weg. Hey. Hallo. Passt auf euch auf, ihr zwei. Ich will lauschen. Oh. Ich will mit dir Liebe machen. Kennt noch jemand? Chefkoch aus South Park? Der ist jetzt schon seit ein paar Folgen nicht mehr dabei. Weil es ihm zu rassistisch geworden ist. Oder so, keine Ahnung. War ja immer schon rassistisch und schwarzer Humor. Auf jeden Fall. In den ersten paar Staffeln war er halt der absolute Lovemaker und er hatte sein eigenes Lied. Und das ging eben genauso wie das, was ich gerade hier versungen habe. Viel wichtiger ist die Frage, gibt's jetzt hier noch was zu erledigen? Und werden sich meine Katzen gegenseitig umbringen auf der Fensterbank? Könnt ihr aufhören, euch zu streiten? Hallo? Der knabbert ihm schon wieder im Rücken rum, ne? Naja, irgendeiner von euch wird schon mal irgendwann nachgeben. Hey, hat Sekis was zu dir gesagt über irgendwas? Hi, Floki, na? Wieder verloren? Obwohl du den Streit angefangen hast? Verdient. Wie kannst du sie immer noch unterstützen, Haristel? Es ist meine Aufgabe, meine Pflicht, unser Volk zu schützen. Wir haben einen Völkermord beendet, den Einfluss der Dämonen geschwächt. Willst du sagen, dass das schlecht war? Natürlich nicht, aber gute Taten aus schlechten Beweggründen. Zweifelst du an meiner Integrität? Nein, an der Integrität von Villette. Villette, Herr Ristel, unsere Nation, unsere Heimat, in ihrem Namen ist Schlimmes geschehen. Die Sozialordnung, die Volterillis eingeführt hat, um den magisch begabten Privilegien zu verschaffen. Ich soll mich also für etwas schämen, aus
dass ich keinen Einfluss habe? Nein, du kannst andere nur nicht dazu zwingen, sich unterdrücken zu lassen, wegen etwas, auf das sie keinen Einfluss haben. Unsere Hegemonie ist korrupt. Sie ist furchtbar. Überleg doch nur, was Ashim durchmachen musste. Willete hat viel für unseren Planeten, unser Volk getan. Für einige von uns vielleicht, nicht für alle. Das sind die Worte eines Verräters. Wer wird mich verbannen, Restl? Wir stecken hier eh fest. Aber du redest, als ob es für Velite keinen Weg zurück gäbe. Du redest wie die Laquimi, ein Volk, das sich mit Dämonen abgegeben hat, um seine Ziele durchzusetzen. Das fast unsere ganze Welt zerstört hat. Und das diese Schritte bereut hat. Ich bin nicht auf ihrer Seite, aber... Ich weiß nicht, Rameda. Du bist zwar nicht völlig im Unrecht, aber ich kann nicht glauben, dass Velite wirklich so schlimm ist. Willst du mich verarschen? Beide Seiten sind schlimm. Beide Seiten sind absolut schlimm. Und beide Seiten haben es nur aus der Notwendigkeit... Wobei, eigentlich hat Velite es nicht aus Notwendigkeit getan. Nee, eigentlich nicht. Ja, der wollte bloß Macht. Eigentlich ist Velite tatsächlich eher die böse Seite. Ha, mal sehen. Velite hat auch viel Gutes erreicht. Welche Beweise hast du dafür? Wie soll ich es dir beweisen? Velite gibt es in meiner Zeit noch. Das bedeutet, dass es in Wander Grey Geschichtsbücher geben wird. Datenverzeichnisse und so. Vielleicht sogar historische Dokumente, wenn ich Zugang zu gesicherten Bereichen bekomme. Vielleicht haben die Laquimi Aufzeichnungen? Ja, vielleicht. Na schön, wenn du es mir wirklich zeigen kannst, dann werde ich Velite ein für alle Mal den Rücken zukehren, wie ihr alle es getan habt. Herr Ristl. Es reicht. Danke, Luna. Kein Problem, ich muss nur erstmal was finden. Das ist nicht so leicht, wie gesagt. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alle Quests angenommen und abgeschlossen. Guck mal kurz nach. Ashim wird später noch ein paar Quests haben. Haben wir das, letzte Quest. Müssen wir abschließen, dann kriegen wir wahrscheinlich irgendein gutes Reward. Oder halt nicht. Hier drüben geht es auf jeden Fall jetzt erstmal weiter. Ich muss mal einen großen Schluck Eistee trinken. Aus meinem Los Poyos Hermanos Eisbecher. Wie ist das eigentlich im Eisbecher? Trinkbecher. Amadeus Labor. Klingt erschreckend vertraut nach Asmodeus. Was ist denn da hinten schon wieder für eine Ansammlung von Tanks, in denen Leute wahrscheinlich stecken oder irgendwelche Sachen drin stecken? Es sind wohl Leute oder Wesen. Meinst du, es funktioniert? Wir reden hier von Zeitreise. Natürlich funktioniert es nicht. Genza wirkt so sicher. So sicher, dass er einen seiner Freiwilligen losgeschickt hat. Und haben wir von dem je wieder gehört? Er glaubt jedenfalls, dass es fast fertig ist. Hoffentlich sind wir nicht die nächsten Freiwilligen. Works every time. Was ist das? Es hängt irgendwie an irgendeinem Ernährungsrohr. An irgendeinem Ernährungsschlauch. Ist das noch humanoid? Es hat mindestens einen Arm, mindestens ein Bein und einen Schwanz. Also technisch gesehen ist es humanoid. Weil um humanoid zu sein, brauchst du nur zwei Arme und zwei Beine. What the fuck? Sind das Leichen? Warte, was? Mist. Aha, ich hab's gewusst. Mist, zu weit unten. 21, 22... Aha! Hab's geschafft, nice. Hier ist eine Truhe. Maximales Leben geht natürlich hoch, das ist natürlich sehr gut. Hier komme ich aber nicht durch. Das heißt, ich muss... Au! Nach rechts wahrscheinlich irgendwie weiter. Und vielleicht von da dann hoch? Au! Wenn es jetzt kratzen hört, dann liegt das daran, dass mein Kater gerade sein Kratzbrett terminiert. Ist das Kaffee? Das ist ja nice. Nahrungsreplikator. Eine tragbare Maschine, die aus Rohmaterialien Essen herstellt. Okay. Moment, wird der Kaffee immer wieder neu gemacht? Das ist ja nice. Cool. Okay, 21, 22. Aha. Mist, rauf da. Und dann darauf. So, und jetzt hier rüber. Okay, hier geht's nochmal nach oben. Aber was ist hier rechts? Eine Truhe.
aber eine nutzlose Truhe. Ein Geisterfrischer. Stellt der Rest sich auch wieder her. Gut, ist nicht so nützlich. Wir gehen jetzt erstmal hier nach oben. Bevor wir in dem langen Gang weitergehen, wo wir... Oh mein Gott. Hätten weitergehen können. Ich glaube, links ist der Weg, in den ich gehen will. Warte mal, ich kann ja... was ist das denn gewesen? Was sind das für Dinger? Ach, ich kann die auch kaputt machen. Okay. Ich könnte nach oben... Oh. Abschied von Crack. Das Krag-Programm, Kriegsroboter aus ausgestorbenen Kreaturen, wird endgültig eingestellt. Ah, wie die Vogelroboter zum Beispiel mit den Panzern und den kriegsfliegenden Dingern. Nachdem es 3 Jahrzehnte zuverlässige Ergebnisse geliefert hat, auch während eines interplanetaren Kriegs, haben wir nun beschlossen, alle nicht verwendeten Einheiten auszumustern. Ein Teil von mir wird Krag sicher vermissen, denn die Verwendung von ausgestorbenen Kreaturen als Inspiration für neue Modelle fand ich immer sehr reizvoll. Es war, als würden sich die Entwickler im Stillen für die Auslöschung der Tierart entschuldigen, ob sie nun absichtlich geschah oder nicht. Wie dem auch sei, die neue Technologie, die wir von unserem geheimnisvollen Verbündeten erhalten, ist sicher jedem Modell aus dem Krag-Programm weit überlegen. In Sachen Tempo, Kosten und Gefahrenpotenzial. Trotz dieser neuen, aufregenden Fortschritte in der Wissenschaft werde ich den putzigen kleinen Kreaturen aus dem Krag-Programm immer ein wenig nachtrauern. Okay, also züchte die Sachen jetzt anders, ja? Sehr verdächtig. Ich will noch nicht nach unten. What the fuck ist das? Okay, hier kann ich nicht durch. Nee. Kann ich hier... Nein, gar nicht durch. Muss ich da später hinkommen. Das heißt, ich brauche hier Story Progress. Also weiß. Ich könnte jetzt schon mal nach unten gehen, aber ich denke, das führt mich nur zurück. Deswegen möchte ich das noch nicht. Ich würde lieber erstmal nach hier oben gehen zum Beispiel. Okay, hier muss ich... Ah, zu früh. Mist. So, jetzt kann ich hier hoch. Und dann kann ich... Das reicht nicht. Das ist ja krass. Das ist ja crazy. Ich dachte echt, das würde reichen. Nee, gut, dann nicht. Also den Roboter-Stamper runterlassen. Und dann schnell durch. Oh nein! Ich habe keinen Saft mehr gehabt. Oh Gott, wenigstens One-Shot jetzt mich nicht. Dann kann ich einfach durch. Dann ist es nicht so schlimm. Ich gehe mal nach rechts. Hier ist bestimmt was zum Auffrischen. Jawohl. Laser! Sicherheitsgeschützturm. Okay, got him. Nun, hier könnte ich also... Ah, jetzt bin ich auf der Plattform, auf die ich gerade hochspringen wollte. Nur, dass ich wesentlich eleganter hergekommen bin. Gibt's hier jetzt eine schlaue Möglichkeit, irgendwie da hochzukommen? Ja, hier drüben. Okay. Dann muss ich nicht an den toten Tieren raufspringen. Hier ist... Oh mein Gott, ich sehe schon, was ich machen muss. Erstmal den Sand auffüllen, weil ich muss dann hier nämlich gleich rüberspringen. Und zwar, indem ich die Zeit anhalte. Uiuiuiui. Naja, da kann nichts passieren. Ich bin ja so geschickt. Okay, wir warten auf den nächsten Schwung. Und jetzt. Okay, die fallen alle scheinbar gleichzeitig runter. Dann ist es gar nicht so schlimm. Ich dachte, man muss das jetzt präzise timen. Erhöht den Schaden und den Magieschaden. Senkt aber unsere Verteidigung um einiges. Ah, tempting. Aber... Ich habe ja am Anfang des Let's Plays ungefähr meine Theorie geäußert, dass Tankiness einen weiterbringt. Und daran halte ich fest. Oh, ich kann da nicht hoch. Nein! Ah, Mist. Ihr wisst ja, wie man sagt, alle guten Dinge sind 2. Muss jetzt nur warten, bis das runterfällt. Das sollte gut funktionieren. Nein! Oh mein Gott, ich bin daneben gesprungen. Ich glaub das nicht. War doch gar nicht so schwer. Man muss halt einfach nur hüpfen. Was ist das? Augenkugel, ein fleischiges Auge, das ahnungslose Gegner in Stücke hackt. Hä? Huh? Ich habe offensichtlich den Strom deaktiviert. Kann ich das jetzt als Waffe benutzen? Tatsächlich. Interesting. Wow. Okay. Spannendes Item. Ich habe meinen Double Jump benutzt, das ist nicht gut. Okay, hier ist Sicherheitstür A. Da komme ich also auch erstmal nicht weiter, weil ich hier auch erstmal die Schlüsselkarte für brauche. Und hier links höre ich irgendwas stampfen. Das heißt, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder, weil das ist mir zu gruselig. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Timespinner. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann klickt auf den Liken und den Abonnieren-Button. Das hilft mir mit meinem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.